Das ist doch Mike. Mein Kumpel. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an... an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja, ich... Oh. Joseph! Halten, heilen. Hast du Verbandszeug? Was haben wir denn sonst noch Brauchbares hier? Ich stell dir mal nicht so an, ich habe viel mehr durchgemacht als du. Wir müssen hier raus. Ich habe schon gedacht, wo bleibst du denn? Oh, das kann man wieder anstecken. Das ist kein gutes Zeichen. Ich höre es auch schon. Will ich da erst gucken gehen? Ich weiß es nicht. Wo lang? Ich gehe jetzt erstmal da gucken. Ich gehe auf Nummer sicher. Mist. Hä? Leertaste öffnen? Ah, ich bin voll. Verdammt. Der Abstecher hat sich doch belohnt. Super. Nimm ich. Sehr gut. Na. Na. Alter! Bleib mal locker. Oh. So was musste ja passieren, dass da nur eine Leiche rausfällt, ey. Okay. Ich denke mal, jetzt wird's lustig werden. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall lustig werden. Leertaste nehmen? Achso, eine Flasche. Komm, geh dahin, tu mir den Gefallen. Bitte.
weiß nicht, ob der mich hier hinter sieht. Ich hoffe natürlich nicht. Bitte, 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 bitte. Danke. Aber dass er nicht auf die Glasflasche reagiert hat. Das verwundert mich doch jetzt etwas. Das sind doch die Unsichtbaren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage. Ich wusste es. Also der wäre auf jeden Fall aufgestanden. Boah, ich kann die doch nicht alle verbrennen. Ich habe ja noch ein paar Streichhölzer. Die werden alle aufgestanden. Tut mir echt leid, Leute. Wie viel habe ich denn noch? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste beim Inventar gucken. Scheiße. Wie, keine Suppe? Dafür, dass ich einen Streichholz geopfert habe? Ist aber uncool. Boah, die hätte ich bestimmt alle im Nacken gehabt. Das war mein letztes Streichholz. Na perfekt, ey. Ich hätte lieber ein paar Streichhölzer. Obwohl, gegen Kugeln habe ich natürlich auch nichts. Aber Streichhölzer wären ein bisschen wichtiger. Oh, Leute. Streichhölzer. Energie habe ich auch nichts gegen. Oh oh. Bleib da. Ich hätte ja nicht gedacht, dass er von oben runterkommt. Na, komme ich nicht durch. Mist. Wäre schon nicht schlecht, wenn sie die auch hier liegen lassen würden, die Leichen. Sehr gut. Munition. Das kann man in Brand schießen, das ist mir jetzt mittlerweile bewusst. Oh, war dein Schatten, Alter. Ja, jetzt wird's lustig. Ich gehe mal vorsichtig auf die Pumpgun. Okay, hier scheint alles klar zu sein.
wollte ich noch gar nicht hin. Ist das Dynamit? Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ja, mach das. Hört sich gut an. Kann man davon irgendwas abbauen? Nee, ne? Schade. Oh, eine Katzenzähne. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Was zum Teufel soll das denn jetzt? Oh nein. Muss ich ihn jetzt auch umlegen? Bitte nicht. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Ich habe schon Panik gehabt, ich müsste den jetzt auch töten. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch noch passieren. Kommst du? Ich denke mal, ne? Ich höre Musik, super, ein Safe-Stand. Streichhölzer, ja. Geil. Wir müssen weiter. Nachdem ich gesichert habe, ist die optimale Ecke auch für eine Aufnahmepause dann direkt. Ich komme. Und ich habe einen Schlüssel. Ich hab's gewusst. Und ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Geht es Ihnen nicht gut? Mir geht's super. Voll der Albtraum, aber ansonsten alles klar. Gott sei Dank ist man hier wenigstens sicher. Nein, diesmal nehmen wir die andere Seite. Und zwar unten rechts. Okay. 15, damit lässt sich doch bestimmt schon was machen. Schauen wir mal. Jetzt habe ich gesagt, Nahkampf auf jeden Fall, ne? Ist sehr wichtig. Dann machen wir das mal. Nahkampf, da haben wir es. Was kostet das? 3. 6. Nehme ich auch. So. Maximale Sprintdauer ist eigentlich auch nicht verkehrt. Spritzenwirkung. Stufe 3. 6000. Da wäre das eigentlich schon so gut wie weg.
guck mal, da ist doch Bolzen. Explosiv, da kann ich jetzt sogar nicht wirklich mehr mitnehmen. Boah, das ist Mist. Munition wäre für Schrotflinte eigentlich auch nicht verkehrt. Was kostet mich der Spaß? Nehme ich. Ich nehme noch eine. 800, da kann ich nichts damit anfangen. Sehr gut. So, jetzt noch schnell hier raus. So, und hier in der Ecke machen wir einen Cut. Bis dann.